Aber erstmal weiter geht's. Wir wollen uns ja schließlich diese Sniper da später kaufen, deswegen ne, haben oder nicht haben. Erstmal weiter geht's hier mit unserem schönen Auto in Richtung... Da war ein Hund. Das war... War das ein Wolf oder ein Hund? Ich weiß es nicht. So, was hat der fallen lassen? Ah, nichts, das ist nur Blut. Okay, Tierhäute, was haben wir denn hier? Hundefell? Dingo-Fell, okay. Was ist ein Dingo? Gut, kann es ja momentan auch eigentlich egal sein. Das da kann uns allerdings nicht egal sein. Wir parken hier einfach mal völlig versteckt. Guck mal, da ist schon wieder irgendwas. Achso, das sind Pflanzen. Wir machen Folgendes, wir schleichen uns da richtig schön an. Ich hoffe, da sieht uns keiner. Können wir uns bei dem anschleichen oder bekommt es dann jemand mit? Also das bekommt garantiert der Scharfschütze da hinten mit. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Kein Pfeil, das ist natürlich jetzt noch ungünstiger. Na, gucken wir mal. Okay, das machen wir auch mal kaputt. Okay, das haben wir schon mal defekt gemacht. Alter, weil da ist da gerade einer richtig hart attackiert. Im Nahkampf oder was? Was sind das für Freaks? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, weiter geht's, komm. Nochmal verbinden. Ah, ich weiß, so eine kleinen Narben, die tun schon weh. Komm schon. Ich weiß, du willst es auch. Komm schon. Ah, da ist noch einer. Okay. Ja, eingenommen. So wird's gemacht. Allerdings leider nicht komplett safe. Also im Sinne von, ja, leise. Nachladen. Ah, der Ort ist jetzt für Schnellreise verfügbar. Okay. Finde ich gut, danke schön. Aber trotz dessen gucken wir mal eben, was, wo wir hier... Genau, da wollen wir hin als erstes. Wir wollen ja hier keine Schnellreise jetzt mal machen, auch wenn wir es können, zu Bad Town, sondern wir fahren jetzt mal im Auto hin. Gucken mal, ob wir hier richtig sind. Ich hoffe doch. Ich habe mich ja mal mit dem Karten-Editor von Far Cry 3 auseinandergesetzt, habe da ein bisschen was gefriemelt und ja, ich habe da ein paar ganz witzige Sachen entdeckt und dass man das wirklich cool benutzen kann. Wenn ihr dazu ein Tutorial oder sowas haben möchtet, dann schreibt es bitte unter dieses Video in die Kommentare, denn dann werde ich es auf jeden Fall machen. Das ist, da kann man echt sehr coole Sachen mitmachen. Deshalb, also wie gesagt, wenn ihr ein Tutorial davon haben möchtet, schreibt es bitte unter dieses Video in die Kommentare und dann werde ich das auch tun. Außerdem kann ich jetzt mal kurz ankündigen, auch wenn es da wahrscheinlich schon viel, viel, viel zu spät ist, das zu sagen, aber es wird wieder ein Minecraft-Let's Play rauskommen, ja. DayZ ja sowieso, habe ich auch schon angekündigt, aber ein Minecraft-Let's Play wird auch wieder rauskommen. Wieder dann so 10 Minuten oder so am Tag. Mal gucken, wie das da wird. Und ich finde es echt mega hammergeil, hier so durch das Dickicht zu fahren. Ja, einfach durch die Berge auf so welchen Pisten, die eigentlich so gar nicht so, ne, sind. Finde ich echt geil. So, da vorne ist ja auch schon der Turm, aber erstmal checken wir hier kurz, was hier so abgeht. Und ich höre gerade schon wieder einen... Da! Da haben wir ein Relikt. Ich sehe mal diese schöne Musik, wenn man da ist. Finde ich echt geil gemacht. Und 120 Stück. Mal gucken, ob wir die alle im Verlauf des Spiels finden. Ich bin bestimmt schon an Tausenden vorbeigelaufen. Alter! Oh, Falter!
Okay. Das war gerade mal eine krasse Situation. Finde ich gut. $8 haben oder nicht haben, Batterien haben oder nicht haben. Aber was wir tatsächlich nicht haben, ist dieser Tower hier. Und den würde ich echt gern einnehmen. Beziehungsweise die Map für uns persönlich erweitern. Wo gehen wir jetzt lang? Hier lang? Ah, da. So. Ist anstrengend, ich weiß. Oh. Der war... wären wir da abge... Ja, da wären wir abgestürzt. Ich höre doch schon wieder ein Auto. Guck mal, da steht ein Buggy, oder? Sehe ich das richtig? Hammer geil. Okay, rammen die es jetzt einfach weg? Nee. Habe ich jetzt beide erwischt? Ja, okay, dann habe ich beide tatsächlich doch erwischt. Wo müssen wir? Wir müssen auf die andere Seite. Oh, das wird jetzt aber echt... alter Falter. Alter Falter, habe ich mich erschrocken. So, wir müssen jetzt, da müssen wir doch springen, genau. Und jetzt müssen wir nochmal hier rum. Wir sind echt abgestürzt, aber haben wir nochmal Glück gehabt. Weil sonst wäre wir... glaube ich, tot. Ich bin gerade echt nicht Assassin's Creed-Style hier. Aber wir versuchen es weiter, immer weiter auf diesen Turm zu kommen hier. Komm schon. Nehmen wir mal lieber die MP in die Hand. Ich glaube, damit ist er ein bisschen agiler. Nein! Oh Mann, ey. Der springt da immer drüber oder drunter. Oder ich bin einfach zu noobig. Aber ich rede mir trotzdem ein, dass er es falsch macht. Da fühle ich mich besser. Ja, aber das stimmt schon. So, komm jetzt rauf und klettern. Geht doch. Brava Wason, Watson. Okay, und jetzt hier hoch. Hier hoch. Jetzt gibt es hier wieder eine Leiter. Eine Leiter, immer doch. Jason. Basin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptcharakter heißt, alter Falter. Muss ich jetzt direkt mal nachgucken. Handbuch. People. Bevölkerung. Jason Bourne. Doch, also doch Jason. Finde ich gut. Finde ich gut, Jason. Jason ist ein guter Name. Kiste plündern, $35. Haben oder nicht haben. Damn. Eine Höhle. Ein Buggy und ein Stand. Und eine Ruine. Mit Kokosnüssen. Gut, dann machen wir mal hier ein Big... Da runter. Okay, komm. Der war knapp. Oh, eine RPG gratis. Gut, die bringt uns bloß, glaube ich... Okay, wir müssen doch nicht sparen. Denn, verdammt, wir suchen uns jetzt erstmal einen wunderschönen Punkt, wo man wunderschön shoppen kann. Ja, shoppen, das ist es, was wir alle wollen. Und deshalb mache ich doch nochmal die Schnellreisefunktion, und zwar die Schnellreisefunktion nach Hometown. Nach Amanaki. Nach Amanaki! Unsere Hometown, da fühlen wir uns zu Haus. Gut, komm mal her hier, mein kleiner Schrank, an dem ich interagieren kann. So, guck mal, ich war gerade ein bisschen müde. Wir holen uns die M107. Wie viel Geld haben wir? 562. Wir holen uns auf jeden Fall alles davon. Also, das hier ist, glaube ich, jetzt nicht so gut wie das da. Mal gucken. Erweitertes Magazin. Ja gut, da sieht man gar nichts. High-Power-Zielfernrohr oder beleuchtetes Zielfernrohr. High-Power, beleuchtet. High-Power, beleuchtet. High-Power, beleuchtet. Ich weiß nicht, ob man sich das beides holen kann. Hier ist halt die Reichweite ein bisschen höher, aber hier ist die Beweglichkeit... Ja, dann lohnt sich im Prinzip das High-Power
doch wesentlich mehr. Gibt es hier noch Unterpunkte, an die man noch was gucken kann? Nee, nur das. Und einen Schalldämpfer würde ich auf jeden Fall haben wollen, aber doch, ich denke mal, der Schalldämpfer ist erstmal wichtiger. So, und das nächste, was wir holen, ist das High-Power-Magazin. High-Power-Dingens. So, dann gehen wir nochmal zurück in den Shop. Nochmal zurück. Munition und dann Inventar füllen. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit allem gefüllt wird, aber MP-Munition brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Schrotflinten-Munition. Können wir da welche verkaufen? Nee, können wir nicht. Das ist ja doof. Na gut. Schrotflinten-Munition, also Munition zählt anscheinend nicht als richtiger Inventarplatz. Dann holen wir uns doch mal einfach LMG-Munition. Genau. Nicht genug Geld. Achso, okay. Scharfschützen-Munition. Gut, haben wir wieder voll. Und was brauchen wir noch? Pfeile. Pfeile brauchen wir. Die sind hoffentlich nicht so teuer. Die sind nicht so teuer. Das finde ich gut. C4 Fernzünder. Okay, akzeptieren. Okay, ja, dann gehen wir wieder zurück. Und nochmal so. Und wieder auf die Map. Und Schnellreisefunktion. Dann diesmal... Ach, ich mache immer mit meinen Wählpunkten hier. Dann vielleicht doch dieses Mal nach Bad Town direkt rein. Oder wollen wir... Nee, wir gehen erstmal direkt nach Bad Town rein. Ja, wir machen eine Schnellreisefunktion. Eine Schnellreisefunktion. Eine Funktion der Funktion. Aller schneller Reise. So, und da vorne ist... Also das hier ist... Bad Town. Ich stehe aus meinem Traum. Eine Marionette zu sein ist leicht. Scheint nicht gerade zu florieren. Ja. In der Tat. Wir rennen jetzt einfach mal da zu dem Haus, zu Willis, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist es ja. So sieht's nämlich aus, dass es hier ist. Hi, komm her. Ich muss den Mann in Weiß finden. Geht's dir gut? Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Ah, jetzt kann man pokern und da kann man mit seinen schönen Chips und Karten, die man vielleicht gefunden hat und behalten hat, schummeln. Schon von Weißbrot gehört? Ah, schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, Vater? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie meintest du noch, sieht er aus? All in. Gespielt. Das ist der Typ aus meiner Vision. Er führt mich sicher zu Keith und Oliver. Na dann müssten wir dem ja einfach mal folgen, oder? Ja, aber wahrscheinlich wirklich das Beste, erstmal rauszugehen. Und dann seinem Ziel zu folgen. Der Mann ist der Schlüssel. Ich weiß es. Er hat die Angriffe verstärkt. Was? Warum? Das war böses Blut. Heutbot war's Geld. Hast du mich gesehen? Mach. Nein. Ich hätte das selber getan. Ach so. Er darf mich nicht sehen. Verdammt. Ach so. Okay. Ist eine Stealth-Mission. Kein Problem. Kein Problem. Hi. Hi. Ma'am. Der Mann ist der Schlüssel. Ich weiß es. Okay, und er darf mich nicht sehen. Er darf mich nicht sehen. Citra hat die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Heutbot war's Geld. Mach. Ich hätte dasselbe getan. Hi. Hi, Mann. Okay, es ist wirklich sehr peinlich, was wir tun. Einfach so einem Typen so... Ach, Gott, verdammt. Völlig freakig hinterher zu gucken. Ja, laufen. Schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Aber ich glaube, das ist momentan unsere einzige Devise. Hast du gesehen? Nein.
Ja, hab ihn nicht gesehen.